Wenn du wissen möchtest, wie du einfach, schnell und effektiv professionelle Bilder von dir selber schießt für Instagram, dann pass jetzt genau auf. Viele von euch haben mir geschrieben, haben mich gefragt, Daniel, sag mal, wie shootest du eigentlich deine Instagram-Bilder und wie bearbeitest du die anschließend eigentlich? Also solche Bilder wie diese hier. Und genau das möchte ich euch in dem heutigen Video erklären. Falls du mir an dieser Stelle noch nicht auf Instagram folgen solltest, dann schau gerne auf meinen Instagram-Kanal vorbei. Daniel_Korte, so findest du mich da. Es ist natürlich wesentlich einfacher, wenn man eine zweite Person zur Hand hat, die von einem Bildern macht. Bestenfalls auch einen Fotografen, der von dir professionelle Fotos knipst. Aber es ist natürlich nicht immer der Fall. Und aus dem Grund erkläre ich dir auch heute, wie du ganz alleine, ohne fremde Hilfe, professionelle Instagram-Bilder von dir machen kannst und die schlussendlich auch richtig gut bearbeiten kannst. Bevor es aber mit dem Video losgeht, möchte ich mich ganz herzlich beim heutigen Sponsor, beim heutigen Partner des Videos bedanken, bei Panasonic bzw. bei Lumix, die mir für dieses Video diese niegelnagelneue Lumix G110 zur Verfügung gestellt haben. Ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle dafür. Starten wir mit dem Wichtigsten zuerst, und zwar mit der Kamera. Für das heutige Video nutze ich, wie gesagt, die neue Lumix G110. Was die für Features hat, das werde ich euch im Laufe des Videos noch kurz erklären. Manche würden jetzt sagen, hey Daniel, du kannst auch einfach mit einem ganz normalen, mit einem Smartphone oder mit einem iPhone deine Bilder machen. Ja, könnte ich. Aber wenn du so eine gewisse Professionalität in deine Bilder reinbekommen möchtest, dann brauchst du schon eine gute Kamera, wie zum Beispiel so eine hier. Das Gute an so einer Kamera ist, dass du nämlich in RAW fotografieren kannst. Das kannst du mit einem Smartphone zum Beispiel nicht. Das bedeutet, dass du schlussendlich ganz andere Bilddaten zur Verfügung hast für die Post-Production. Heißt, du kannst an dem Bild viel besser rumarbeiten, ja, und verschiedene Einstellungen machen und hast am Ende des Tages ein viel qualitativ hochwertigeres Ergebnis vom Bild her. Und zudem finde ich es wichtig, dass du eine Kamera hast, wo du Objektive wechseln kannst, wie hier zum Beispiel. Dann kannst du nämlich zum Beispiel auf eine Festbrennweite rüber wechseln, um halt eine gewisse Tiefenunschärfe ins Bild reinzubekommen. Und das sieht auch immer sehr, sehr professionell aus. Gerade aktuell ist auf dieser Kamera das mitgelieferte Objektiv drauf, 12 bis 32 mm, nur mal so zur Info. Was ihr auf jeden Fall nicht vergessen dürft, ist dieses kleine Ding hier, eine SD-Karte. Bestenfalls habt ihr auch zum Beispiel zwei SD-Karten dabei, dann seid ihr auf jeden Fall auf Nummer sicher. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine 64 GB SD-Karte, reicht für Instagram-Bilder vollkommen aus. Ich verlinke euch auch alle Produkte, die ich jetzt hier vorstelle, unten in der Infobox. Falls irgendjemand Interesse an einem der Produkte hat, könnt ihr einfach mal da draufklicken und die Produkte auschecken. Wenn ihr alleine Fotos macht und keine zweite Person zur Hand habt, ja, dann ist eins ganz, ganz wichtig. Und zwar das hier, ein Stativ. Und ich empfehle euch an dieser Stelle auch ein gutes Stativ zu verwenden und nicht so ein Billigstativ, wo man einfach nur die Kamera draufschraubt, sondern tatsächlich ein Stativ mit Stativplatte. Beim Stativ mit Stativplatte könnt ihr einfach die Stativplatte abmachen, an die Kamera drehen und dann steckt ihr die Stativplatte wieder aufs Stativ drauf. Zum einen ist das viel, viel robuster und fester und sicherer und zum anderen könnt ihr halt so die Kamera viel besser justieren. Um die Bilder dann später zu bearbeiten, nutze ich das hier, mein iPhone. Wenn ich die Bilder nicht mit meinem iPhone bearbeite, dann benutze ich mein MacBook zur Bildbearbeitung, und zwar das 16 Zoll MacBook Pro. Wenn ich mit meinem MacBook die Bilder bearbeite, dann brauche ich logischerweise auch noch hier sowas hier, einen SD-Kartenreader, denn das neue MacBook hat leider keinen SD-Karten-Slot mehr. Also das Ding brauche ich dann immer, leider Gottes. Und schlussendlich save ich die Bilder dann auch noch auf einer Festplatte. Dazu nutze ich diese Festplatte hier. Das ist eine Lazy Rugged Festplatte. Die ist spritz- und stoßfest und ich finde es wesentlich besser, wenn du so eine hochwertigere Festplatte hast, die auch ein bisschen was aushält, anstatt eine günstigere Festplatte, denn da habe ich leider schon schlechte Erfahrungen mit gesammelt. So, das ist das gesamte Equipment, was ich in meinen Rucksack reinpacke und dann kann es losgehen. So, jetzt starten wir mit dem Bilderschießen. Du läufst durch deine Stadt durch und suchst erstmal eine schöne Location, um deine Bilder zu schießen. Und wenn du eine gute Location gefunden hast, dann packst du erstmal dein ganzes Equipment aus. Als allererstes mal Stativ aufstellen, Kamera drauf machen und mal schauen, okay, passt das vom Framing her, sieht das Ganze gut aus. Und wenn das der Fall ist, dann kann es schon fast losgehen. Was sehr, sehr gut ist mit der Lumix, du kannst die Lumix direkt mit deinem Smartphone verbinden. Somit kannst du halt über deinem Smartphone checken, okay, passt das jetzt gerade vom Framing her? Sieht das gut aus? Sieht der Bildausschnitt? Passt der? Wenn ja, super. Ihr müsst aber an dieser Stelle auch nicht zu perfektionistisch sein. Wenn du nämlich in RAW fotografierst, dann hast du hinterher eh noch genug Bilddaten, um das Bild halt passend zu croppen.
Also seid da ganz entspannt, wenn es nicht zu 100% passt. Ich kann euch aber sagen, wenn ihr das auf dem Smartphone seht, sowieso seht, was die Kamera fotografiert, dann geht das relativ easy von der Hand. Und jetzt aufpassen, jetzt kommt der Magic Trick. Du denkst nämlich wahrscheinlich, hey, wer drückt denn jetzt den Auslöser? Das machst du selber. Du kannst nämlich die Lumix mit deinem Smartphone verbinden und selber über dein Smartphone den Auslöser drücken. Und dann kannst du einfach den Auslöser hochschieben, anlocken und dann drückst du auf Auslöser. Dann hast du noch genau 3 Sekunden Zeit, um dein Handy zu verstecken. Also reicht perfekt, ja, um irgendwie das Handy noch zur Seite zu legen oder in deine Hose zu verstecken. Und dann knipst die Kamera ein Bild von dir. Das Coole ist, dass du die Bilder, die du gerade geknipst hast, direkt auch auf dem Smartphone hast. Heißt, du kannst auch direkt überprüfen, ist das Bild was geworden oder nicht. Und ich mache das dann immer so, ich mache dann so ein paar Durchgänge, ich knipse dann einfach ein paar Bilder, so 4 bis 5 Durchgänge und dann war es das auch. Kann ich dir an dieser Stelle auch nur empfehlen. Manchmal muss das Ganze nämlich schnell gehen, denn in verschiedenen Städten sind natürlich auch, wie hier in Berlin zum Beispiel, Touristen oder manchmal sind dann auch irgendwelche Leute da, die vielleicht zum Beispiel auf deine Kamera schielen. Von daher muss man auch manchmal ein bisschen schneller sein. Also sei auch hier nicht zu perfektionistisch. Das Schöne bei der G110 ist auch, dass noch ein kleiner Gimbal mit dabei ist. Also wenn es mal schnell und einfach gehen soll, kannst du einfach den Gimbal benutzen, der eh mit dabei ist, die Kamera aufstellen, Fotos schießen und fertig. Das geht super schnell, super fix und auf dem Gimbal hast du vorne auch 2 Knöpfe drauf, wo du dann den Auslöser betätigen kannst. Dann brauchst du auch nicht zwangsweise den Auslöser über dein Smartphone betätigen, aber hast natürlich auch die Möglichkeit, entweder den einen oder den anderen Auslöser zu nutzen, um das Foto zu schießen. So Leute, wenn ihr dann mit dem Bilder schießen durch seid, dann geht's weiter mit der Bildbearbeitung. Und an dieser Stelle will ich euch noch kurz ein paar Features vorstellen von der Lumix G110, denn die eignen sich nämlich nicht nur gut zum Bilderschießen, sondern auch zum Vloggen, also das, was ich hier gerade mache. Denn die Kamera hat ein hervorragendes integriertes Mikro, davon bin ich wirklich echt begeistert, weil normalerweise habe ich immer so ein Aufsteckmikro auf der Kamera gehabt, aber das brauchst du gar nicht bei der G110. Und was richtig cool ist, ist der mitgelieferte Gimbal, also den halte ich jetzt hier auch gerade in der Hand. Der ist perfekt. Kannst du einfach überall aufstellen, wenn du zum Beispiel mal schnell irgendwas drehen willst, einfach Kamera mitnehmen, Gimbal ist dran, kannst direkt loslegen zum Vloggen. Und der Flipscreen an der Seite von der Kamera ist auch top. Ja, da siehst du dich immer drin, also kannst die Belichtung überprüfen, die Schärfe testen. Von daher eignet sich die Kamera halt nicht nur gut zum Bilder machen, sondern auch zum Vloggen. Aber jetzt geht's weiter mit der Bildbearbeitung. So, wenn die Bilder dann geschossen sind und du zurück bist, dann geht's weiter mit der Bildbearbeitung. Und ich könnte das Ganze natürlich jetzt mit dem Laptop machen. Dazu würde ich dann halt die Festplatte benutzen und auch den SD-Karten-Reader. Aber das schiebe ich jetzt mal zur Seite, denn ich habe ja gesagt, das Ganze soll schnell, einfach und effektiv gehen. Und aus dem Grund nutze ich dann nur noch das iPhone. So, ich lade mir dann alle Bilder in Lightroom hoch. Also ich bearbeite meine Bilder dann mit Lightroom. Das Gute an Lightroom ist, dass die Bibliotheken sich synchronisieren. Sprich, ich habe die gleiche Bibliothek auf dem Smartphone wie auch auf dem Laptop. Also wenn ich später nochmal meine Bilder zum Beispiel am Laptop nochmal bearbeiten möchte, dann kann ich das machen. Das kommt zwar eigentlich nie vor, aber ich habe wenigstens die Möglichkeit, dass ich die gleichen Bilder, die ich hier habe, ebenfalls auch auf meinem Laptop habe. So, dann mache ich das wie folgt. Dann schaue ich einfach aus den Bildern, hey, welches Bild ist denn cool? Das geht eigentlich relativ fix. Ich sage jetzt einfach mal, das hier, das gefällt mir ganz gut. Das wähle ich dann aus. Das erste, was ich mache, ist, dass ich das Bild croppe, sprich auf die passende Größe. Für Instagram wäre das jetzt in diesem Fall quadratisch. Man kann auch 4:5 wählen, wenn man Hochformat schießt, aber quadratisch passt immer. Alles klar, wähle ich es auch und croppe das vielleicht auch ein bisschen zusammen. So, okay, passt. Wenn ich das gemacht habe, dann mache ich noch einen Filter drauf. Man kann sich bei Lightroom generell individuelle Filter erstellen. Ich habe jetzt hier 3 verschiedene individuelle Filter. Du kannst natürlich auch andere Presets herunterladen. Presets sind mittlerweile nicht mehr teuer. Ja, viele verschiedene Instagrammer haben irgendwelche Presets, die man sich für ein paar Euro runterladen kann, damit der Feed am Ende des Tages halt auch schön individuell aussieht. Man kann das Ganze natürlich auch alles individuell bearbeiten, mache ich in dem Fall nicht. Ich benutze dann einfach entweder einen meiner Filter. Oder ich mache es so, ich schaue in meinem Feed nach, ja, wie das letzte Bild war, wie ich das in meinem Instagram-Feed, den habe ich nämlich hier nochmal drin
dann kann ich nochmal nachschauen, okay, wie war denn eigentlich das letzte Bild, was ich gepostet habe? Das war das hier, okay, alles klar. Dann kann ich auch einfach, wenn es vom Filter nicht ganz genau passt, einfach diese Einstellung hier kopieren, Einstellung kopieren, zack, gehe dann zurück auf das Foto, was ich eben gemacht habe, beziehungsweise bearbeiten möchte. Das war das hier. Einstellung einfügen, logischerweise. So, das passt eigentlich schon ganz gut. Manchmal mache ich das so, dass ich dann zum Beispiel vielleicht noch minimale Änderung vornehme, zum Beispiel vom Licht oder so. Ja, mache ich jetzt ein bisschen dunkler. Und das war es dann auch eigentlich, ja. So Leute, so einfach, schnell und effektiv kann man professionelle Bilder für Instagram shooten und bearbeiten und das ganz alleine. Ich sage nochmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an Panasonic bzw. an Lumix für die Zurverfügungstellung dieser Kamera. Und falls ihr weitere Videos haben möchtet, solcher Art, dann schreibt es gerne in die Infobox rein. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Bearbeiten eurer Instagram-Fotos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.